In Deutschland gibt es über 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen. Mit einer installierten Leistung von über 58.000 Megawatt ist Deutschland größter Solarstromerzeuger in der gesamten EU. Und bei so einem heißen Sommer wie diesen sollte man meinen, es wird richtig viel Strom erzeugt. Doch tatsächlich sinkt die Leistung der Solaranlagen an heißen Tagen. Heiße Sommer wird es natürlich in Zukunft immer häufiger geben. Wir klären heute, wie stark die Leistung von Solarzellen durch Hitze abnimmt, warum Solarzellen bei Hitze überhaupt schlechter funktionieren und welche Stromerzeuger bei heißem Wetter sonst noch Schwierigkeiten bekommen. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier. Klickt jetzt schon mal auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Und los geht's. Im Juli erlebte Großbritannien die schlimmste Hitzewelle des Landes seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Zum ersten Mal wurden dort Temperaturen über 40 Grad erreicht. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass zumindest der Solarstrom von so einem sonnigen Wetter profitiert, aber tatsächlich waren die Photovoltaikanlagen durch die Hitze weniger effizient. Auf dem Markt gibt es aktuell vor allem drei verschiedene Arten von Solarzellen. Die monokristallinen Module, polykristalline Module und Dünnschichtmodule. Alle drei Modulformen sind auf Siliziumbasis. Bei Dünnschichtmodulen gibt es aber auch Module aus Cadmiumtellurid und Kupferindiumselenid, also auch unterschiedliche Gestaltungsformen. Diese Monokristalle, die haben dabei ein einheitlich homogenes Kristallgitter. Das sind dann die Solarzellen, die oft sehr gleichmäßig aussehen und so eine dunkle bis fast schwarze Oberfläche haben. Polykristalle, die bestehen hingegen eher aus vielen kleinen Monokristallen und solche Solarzellen, die haben dann dieses typisch blaue und reflektieren das Sonnenlicht so ein bisschen. Und diese beiden Modultypen, die findet man häufig auf Häusern oder in so großen Anlagen. Bei diesen Dünnschichtmodulen aus amorphen Silizium ist das nochmal ein bisschen anders. Hier besteht die Solarzelle nämlich nicht aus ganzen Kristallen, sondern aus einer extrem dünnen, aufgedampften Schicht Silizium. Und solche super dünnen Solarzellen, die findet man zum Beispiel bei praktischen Gegenständen wie diesen Campingausrüstung, wo so Solarzellen drin eingebaut sind oder Taschen und ihr wisst, was ich meine. Gleich geht's weiter mit den Solarzellen, aber ich habe mal kurz eine Ankündigung für euch. Also, diesen Freitag, also am 30.09. startet wieder Utopia. Falls ihr das noch nicht kennt, das ist ein viertägiger Livestream rund um die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit. Und jetzt möchte ich euch unseren Technologiepartner Vodafone vorstellen, der Utopia mit möglich macht. Die waren auch schon letztes Mal dabei und haben da diesen ziemlich coolen Roboter Spot mitgebracht. Und auch diesmal versorgen die uns für den Stream mit 5G-Netz. Und bringen vielleicht noch ein paar coole Sachen vorbei, also schaltet auf jeden Fall ein. An der Stelle schon mal vielen Dank für die Unterstützung. Was ich sehr cool finde, dass Vodafone schon 2021 ihren kompletten Netzbetrieb in Europa auf 100% grünen Strom umgestellt haben. Also da hat sich richtig viel getan im letzten Jahr. Übrigens im Rahmen von Switch to Giga Green zeigen sie diverse Möglichkeiten, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Sie haben zum Beispiel das One-for-One-Versprechen und für jedes neue Handy, das sie an einen Privatkunden verkaufen, lassen sie wohl ein altes Handy wieder recyceln. Denn das ist ein riesengroßes Problem, dass wir oft wertvolle Ressourcen aus Elektrogeräten nicht richtig nutzen und die einfach irgendwo hin verschiffen und im Worst Case werden die dann da einfach verbrannt oder verrotten auf irgendwelchen Müllhalden, was nicht cool ist. Noch mehr Tipps und auch viele spannende Gäste und witzige Aktionen gibt es bei Utopia und natürlich sammeln wir auch wieder Spenden, diesmal für die Auswilderung von Orang-Utans, also schaltet unbedingt rein. Los geht's am Freitag um 16 Uhr und jetzt geht's weiter mit dem Video. Grundsätzlich funktionieren jetzt aber alle Modulformen gleich. Also wie genau, das habe ich schon mal in einem früheren Video besprochen, das verlinke ich euch auch am Ende. Ganz kurz in Kürze, also wenn man sich eine Solarzelle im Querschnitt ansieht, ist das ja erstmal nur Silizium. Es wird die obere Hälfte mit Phosphor versetzt und die untere Hälfte mit Boron. Und das Phosphor in der oberen Schicht, das hat dann 5 Elektronen, also ein Elektron zu viel für eine gute Bindung mit Silizium. Und das Bor, das hat 3 Elektronen, also ein Elektron zu wenig. Und dadurch löst sich jetzt das zusätzliche Elektron beim Phosphor und wandert zum Bor. Das Phosphor wird hier positiv geladen und das Bor dann negativ. Und wenn jetzt Photonen, also Sonnenlicht, Sonnenstrahlen, auf die Bohrelektronen treffen, dann wandern die durch diese zusätzliche Energiezufuhr wieder in Richtung des positiv geladenen Phosphors. Und wenn dann jetzt noch unten und oben ein Verbraucher angeschlossen ist, also zum Beispiel eine Glühbirne oder so, dann entsteht ein geschlossener Stromkreislauf und man kann halt die Solarenergie nutzen. Einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied gibt es jetzt zwischen den verschiedenen Modulen, und zwar der Wirkungsgrad. Den höchsten Wirkungsgrad, den haben mit 16-24% monokristalline Solarmodule. Etwas geringer ist der von diesen polykristallinen Modulen, also den blauen Dingern, mit 10-18%. Und noch niedriger ist der von den amorphen Modulen, also die haben dann nur so 6-10%. Allerdings werden diese Wirkungsgrade von etwas beeinflusst, und zwar der Hitze. Und dadurch nimmt an heißen Sommertagen die Leistung von Photovoltaikanlagen ab. Wie das bei anderen Energieträgern ist, dazu kommen wir gleich noch. Erstmal bleiben wir bei der Solarenergie. Wieso Photovoltaikanlagen bei Hitze schlechter funktionieren, das hat mit der Energie der Elektronen zu tun, also die sich in dieser Solarzelle dann ja bewegen.
Regen, das wir gerade hatten. Und diese Photonen, also die Lichtteilchen vom Sonnenlicht, die übertragen ja die Energie an die Elektronen, damit die überhaupt losgelöst werden können vom Bohr. Und dann wandern die ja durch dieses elektrische Feld zum positiv geladenen Phosphor und das ist dann im Endeffekt Strom. Und nun ist es so, dass die Elektronen nur zwei bestimmte Energieniveaus annehmen können. Das heißt, es gibt eine bestimmte Menge an Energie, die durch die Photonen aufgenommen werden kann, um das höhere Energielevel zu erreichen. Und wenn es jetzt sehr heiß ist, dann schwingen die Atome und Elektronen stärker hin und her als bei Kälte. Das hatten wir ja auch schon häufig auf dem Kanal, zum Beispiel beim Video zur kältesten Temperatur. Im Endeffekt heißt das, auf atomarer Ebene ist Wärme gleich Bewegung der Atome. Elektronen, die stärker schwingen, haben schon etwas mehr Energie, auch wenn sie sich noch im unteren Energielevel befinden. Das heißt, die Energiedifferenz zum höheren Energielevel, die wird geringer. Das Elektron kann also weniger Energie vom Photon aufnehmen und das macht sich dann bei der Solarzelle bemerkbar, indem die Spannung sinkt. Der Stromfluss, der bleibt also gleich, nur die Energie, die dadurch transportiert wird, die verringert sich dann. Außerdem erhöht Hitze auch den elektrischen Widerstand der Schaltkreise, die den Photovoltaikstrom in Wechselstrom umwandelt. Kurz gesagt, Hitze ist für die Solarenergie echt ein Problem. Und dieses Problem, das könnte in Zukunft natürlich noch größer werden. Also wir wissen ja alle, es wird mehr heiße Tage geben. Man spricht von einem heißen Tag, wenn es mehr als 30 Grad sind. Und in den 50er Jahren gab es von solchen Tagen in Deutschland durchschnittlich nur 3 Stück pro Jahr. Zwischen 1991 und 2019 stieg diese Zahl dann sogar schon auf 8,8. Und man erwartet jetzt bis 2050 etwa 19 heiße Tage in Norddeutschland und 24 in Süddeutschland. Und an solchen Tagen wäre die Effizienz von Solarpanelen niedriger. An der Stelle, wenn ihr Science-Content unterstützen wollt, dann lasst gerne ein Abo da, macht die Glocke an. Das hilft mir sehr. Bevor wir jetzt direkt zu den PV-Modulen kommen, schauen wir uns mal kurz die anderen Stromerzeuger an. Denn tatsächlich sind auch konventionelle Kraftwerke, also Atom, Kohle, Gas, von der Hitze betroffen. Die meisten konventionellen Kraftwerke, die funktionieren ja so, dass einfach Wasser erhitzt wird und damit wird eine Turbine angetrieben. Und was dabei immer entscheidend ist, dass das Wasser dann abgekühlt wird. Das passiert dann mit diesem Kühlturm und dann wird das so lauwarme Wasser meistens anschließend in den Fluss geleitet. Jetzt ist es natürlich so, wenn es sehr heiß ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf den Fluss aus. Und zum einen sinken dann durch die Hitzewellen die Pegel, zum anderen erhöht sich natürlich aber auch die Wassertemperatur. Und welche Folgen das für die Stromproduktion hat, das konnte man diesen Sommer zum Beispiel in Frankreich sehr gut sehen. In dem Land wird ja ein Großteil des Stroms durch Atomenergie produziert. Und durch so eine lange Hitzewelle litt das Land so sehr unter schlimmen Dürren, dass viele Flüsse immer noch total vertrocknet oder deutlich weniger Wasser führen als vorher und halt auch viel wärmer sind. Und dadurch gibt es teilweise heute noch nicht genug Kühlwasser für viele französische Kraftwerke. Und das ist übrigens auch was, was uns in Deutschland drohen könnte, denn auch hier haben wir natürlich solche Regelungen. In Frankreich wurden dadurch dann ganz viele Kraftwerke gedrosselt oder sogar ganz abgeschaltet und momentan, wo ich dieses Video aufnehme, sind nur noch 27 von 56 Atommeilern zur Verfügung. Und deswegen exportieren wir da auch gerade sehr viel Strom hin. Auch in Deutschland kennt man die Einschränkung bei konventionellen Kraftwerken durch Hitze. Also 2018 mussten hier zum Beispiel einige Steinkohle- und Atomkraftwerke ihre Leistung drosseln. Aber, was man vielleicht nicht direkt denkt, heißes Wetter ist auch schlecht für Windkraft, weil mit Hitzeperioden meist auch langanhaltendes Hochdruckwetter einsetzt. Weil es in Hochdrucklagen halt oft fast gar keine Winde gibt, stehen die Windräder dann oft still. Und jetzt kommen wir damit dann auch von der Windkraft zur Photovoltaik. Wie stark sich das auswirkt, dafür müssen wir uns jetzt mal den Temperaturkoeffizienten anschauen. Der sagt, wie stark sich die Leistung von Solarmodulen pro Grad verändert. Das sind je nach Modul so zwischen 0,3 und 0,5% Effizienz, die pro Grad mehr verloren geht. Der Ausgangswert, das sind dann 25 Grad Celsius. Und jetzt stellen wir uns mal eine Solaranlage an einem Sommertag vor, also richtig heißer Tag mit vielleicht 35 Grad. Und die Sonne knallt jetzt aber direkt auf unsere Solaranlage, wodurch die sich ja nochmal deutlich mehr aufheizt als die Luft. Dann haben wir da auch locker mal so 65 Grad Celsius. Und an so heißen Tagen würde die Leistung, wenn man jetzt einen Temperaturkoeffizient von 0,4, also von der Mitte nimmt, um 16% abnehmen. 16% ist natürlich eine ganze Menge. Was man jetzt nicht vergessen darf, das ist natürlich nur anteilig vom Wirkungsgrad. Also das heißt, ein Wirkungsgrad von 20%, der würde dann auf 18,4% sinken. Im Winter kann sich dieser Effekt dann sogar tatsächlich umdrehen. Also wenn die Temperatur unter 25 Grad liegt, dann verbessert sich die Effizienz sogar um 0,3 bis 0,5% pro Grad weniger. Wir sehen also, das Thema Hitze, das hat noch viel mehr Auswirkungen, als wir denken. Ne? Klar auf die Gesundheit, auf die Landwirtschaft, aber auch auf unsere Energieproduktion. Und das ist schon wirklich ein großes Problem, das wir langfristig irgendwie auch angehen müssen. Und zwar auf alle möglichen Kraftwerksformen. Also es ist jetzt wirklich egal, ob es konventionelle Kraftwerke sind oder auch PV-Anlagen oder halt auch sogar Windkraft. Also ein riesengroßes Ding. Ich weiß nicht, wie sehr hattet ihr das auf dem Schirm? Ehrlich gesagt, ich habe da vorher gar nicht so viel drüber nachgedacht und mir ist das dadurch jetzt so richtig bewusst geworden. Ich meine, mit dem Atomstrom, das haben wir alle, glaube ich, mal gehört, aber dass es auch auf PV und Wind so einen Einfluss hat, das finde ich persönlich schon ziemlich krass. Wenn ihr Bock habt, hier findet ihr noch
ein Video zu anderen Ansätzen, wie wir unsere Energie in Zukunft lösen können. Denn ich habe mal eine kleine Playlist gemacht, wo es einfach um erneuerbare Energien geht. Also schaut euch das gerne an, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.